Was soll man sagen zu der Schönheit? Außer dass das Wasser trübe und ja, schaumig und aktuell dreckig ist, weil gestern war ziemlicher Sturm. Der ganze Dreck spült jetzt rüber. Es ist windig, ich hoffe, man versteht mich. Durch den Wind ist es immer ein bisschen schwierig zu reden. Und eine schöne, weite Fernsicht. Da sind die Berge. Schön klar und deutlich zu erkennen. Also es sind überwiegend Einheimische hier. Also ich würde sagen zu 99%. Aber das Wasser schaut nicht so toll aus. Das gefällt mir gar nicht. Ich war zwar schon drin, aber jetzt wird es noch schlimmer. Hier haben die auch irgendwas gebaut. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Ich mag es eher ruhig am Strand, wo nicht so viele Menschen sind. Einfach mal runterzufahren, runterzukommen. Und am Hafen haben die irgendwas gebaut. Jetzt habe ich mich gerade eingestochen. Am Holzstück schlecht. Also hier haben sie alles aufgeschüttet. Den ganzen Weg neu gemacht. Ja, schade, dass das versandet ist hier, der ganze Hafen. Da können die ganzen großen Schiffe und Boote nicht einfahren, weil das versandet so schnell. Hier ist ziemlich viel Sand. Deswegen können nur noch so kleine Kutter einfahren. Aber hier, die Gebäude haben sie neu gemacht. Da hinten neu, das neu, das neu. Das weiß ich jetzt nicht. Da hinten auch neu gebaut. Da haben wir irgendwas vor hier, aber was? Keine Ahnung. Vielleicht Garagen für Boote, ich weiß es nicht. Zur Überwinterung. Da hinten bauen sie auch irgendwas. Da ist ein Angler. Da angelt sich sein Mittagessen. Und ja, wir chillen unsere Basis. Ziemlich starker Wind, wie man hört. Ja, Sonne ist super. Blauer Himmel im Vergleich zu gestern. Stürmisch, regnerisch, aber schön angenehm. Schwül, warm. Heute ist es super, nicht mal schwül. Also ganz normal. Und Gazi Pascha wird auch ausgebaut. Habe ich schon ein paar Bauten gesehen. Aufgenommen habe ich jetzt nichts. Wie gesagt, einfach schön hier. Ich liebe einfach meine Ruhe. Ich genieße es. Ich genieße jeden Augenblick. So, habe ich meine Brille vergessen. So. Solltet ihr auch tun. Wenn möglich. Wichtig ist, ein Ziel zu haben im Leben und dieses Ziel zu verfolgen. Ja, egal wie und was. Es kommt immer was dazwischen, aber wie gesagt, ein Ziel sollte man haben, um einfach seine Träume zu erfüllen. Also ich sage immer, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Das ist einfach der Spruch, der einfach passt. Und ich liebe diesen Spruch. Und genieße jeden Augenblick, denn es ist dein Leben. Würde ich sagen. Ja, jetzt schaue ich mal ein bisschen nach, wie es da unten ausschaut. Ja, man sieht schon richtig Dreck. Schaum, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Man möchte halt da gerne nicht rein gerade. Macht auch dann keinen Spaß. Und da so Zeug rumschwimmt und man weiß nicht, was es ist. Könnte ja sonst noch was sein. Nicht, dass man sich noch eine Hautkrankheit holt.
sieht man ja hier. Eigentlich ist das Meer ja hier wunderbar blau, so wie da hinten. Wie da. Ja, aber die Wellen sind auch ziemlich hart. Muss man echt aufpassen. Also wenn ich hier stehe, bis hierher gingen die Wellen. Da hinten ist auch eine Butte. Da ist eine Höhle. Ah, jetzt kommt ein Kutter. Ein Fischkutter. Ja, dann schauen wir, was der Tag noch bringt. Ja, meine Freunde der Sonne, heute am Sonntag, an einem schönen Sonntag, sehe ich das Meer. Und ich sage euch eins, der größte Feind der Erde ist der Mensch. Er macht alles kaputt, ich hoffe, man versteht mich. Ich hoffe, man versteht mich. Ich zeige euch gleich warum. Deswegen, ja, der ganze Dreck, ich weiß nicht, was das ist, aber so macht auch Baden keinen Spaß. Da ekelt es mich gerade reinzugehen. Ich weiß nicht, was das für Schaumzeug ist, Dreck. Aber der Mensch ist tatsächlich, ja, der größte Saubär der Erde. Ist leider so. Wir machen alles kaputt, was uns gegeben wurde, und es schaut nicht gut aus. Wir machen uns einfach selber kaputt. Und ich weiß nicht, wohin das noch führen wird. Wenn ich das anschaue, das Meer ist Wahnsinn, das Dreck. Also man möchte auch nicht wissen, was da noch alles rumschwimmt. Deswegen vermeide ich es gerade ins Wasser zu gehen. Ich war zwar schon drin, aber es war nicht so extrem. Da hinten geht's auf der Seite. Aber hier, was soll ich dazu sagen? Ich bin einfach, ja, sprachlos. Kann man nicht viel sagen. Also das betrifft uns alle und unsere Nachfahren, was wir den Nachbarn hinterlassen. Schaut nicht gut aus. Und so landet ein Flugzeug von der Turkish Airlines. In Gazi Pasha. Und weg ist er unter den Bergen. Also das Wasser ist ein wenig besser geworden. Ich glaube, ich gehe jetzt bis. Ja, das war's dann aus Gazi Pasha. Oh, da hinten kann man auch schön rumsitzen. Noch Müll entsorgen, dann nochmal die Beine waschen. Und die Schuhe, oder? Ja, schon. Und dann schauen wir mal, ob da was geht. Das bin ich. Und das ist mein Schatten. Und so schaue ich aus nach einem Tag Wasser. Also, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren und schöne Grüße aus Gazi Pasha. Wir hören uns. Ciao. Bleibt mir gesund.